Ich fühle mich auf jeden Fall berauscht. Schon krass, dass das legal ist. Das ist jetzt legales Weed, das sogar knallt. Also irgendwie fühle ich mich gerade nicht so richtig gut, muss ich sagen. Oh. Vor einigen Wochen wurde mir in einem CBD-Shop ein Vape-Pen angeboten, der ein angeblich total legales Cannabisöl mit dem Wirkstoff HHC enthielt. Ich hatte da noch nie von HHC gehört, hab daran gezogen und war plötzlich super high. Ich fühle mich gerade einfach richtig high. Das ist krass. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen kalt erwischt, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich da gerade was Berauschendes konsumiere. Zwischendurch habe ich echt immer wieder so Angst gehabt und irgendwie auch mich so ein bisschen paranoid gefühlt. Seit dieser eher schlechten Erfahrung haben mir super viele Zuschauer geschrieben, dass ich mal ein Video über HHC machen soll. HHC scheint sich also in letzter Zeit krass zu verbreiten. Aber auch gar nicht so verwunderlich. Ein legales Cannabis, das man überall kaufen kann und das einen sogar richtig high macht, klingt ja schon verlockend, oder? Deswegen will ich mehr über HHC erfahren. Was ist das überhaupt genau? Wie gefährlich ist es? Kann man es eigentlich bei einem Drogentest nachweisen? Und vor allem, wie kann es sein, dass das legal ist? Dazu spreche ich wie immer mit Experten und mache ein Selbstexperiment. Ich werde nochmal ganz bewusst HHC konsumieren, um zu schauen, was die Substanz mit mir macht. Kurzer Disclaimer, dieses Video dient zur Aufklärung. Ich rate euch ausdrücklich dazu, Gezeigtes nicht nachzumachen. Solltet ihr es doch tun, achtet bitte unbedingt auf Safer Use-Regeln und informiert euch ausführlich. HHC wird ja mittlerweile in super vielen CBD-Shops verkauft. Deswegen bin ich jetzt auf dem Weg zu einem, um mich einfach mal ein bisschen beraten zu lassen. Hi. Servus. Was für HHC-Produkte verkauft ihr so? Wir haben Blüten, was so am gängigsten ist. Jetzt neu haben wir hier auch Vapes. Hier hast du einen Vape-Pen, so eine Batterie. Wie viel HHC verkauft ihr denn so? Also es ist schon mehr geworden. Also es wird mehr, liegt sehr viel am Hype einfach. Wahrscheinlich ist es halt auch die Wirkung und der Effekt einfach jetzt, der da ist, dass man es ganz normal im Laden kaufen kann und das ist schon, also es ist wie ein neuer Hype. Damals, wo dieser CBD-Hype kam, würde ich das so sehen, dass auch mit dem HHC aktuell so ist. Was glaubst du, wo kommt dieser Hype her? Da habe ich sehr viel von vielen Kunden gehört, dass HHC einfach bei TikTok rumging. Dass da die, ja, dass die dadurch das mitbekommen haben. YouTube ganz klar. Einfach aber auch in dieser Cannabis-Community, das bestimmt ein bisschen rumgeht. Und die Leute sich auch zu-Mund-zu-Mund-Propaganda erzählen. Hey, es gibt jetzt HHC. Hast du das schon probiert? Das ist jetzt legales Weed, das sogar knallt. Habt ihr denn hier schon mal irgendwie Probleme mit der Polizei oder so gehabt, wegen jetzt HHC-Blüten zum Beispiel? Also hier am Standort haben wir keine Probleme bisher gehabt. Wegen HHC gibt es auch bisher keine Probleme. HHC ist, glaube ich, auch gar nicht der Polizei oder so bisher bekannt. Cannabisblüten an sich sind immer in Deutschland ein Problem. Und jetzt verkauft man Cannabisblüten, die auch berauschen können. Da aber das Kind sowieso schon mit dem CBD-Handel in den Brunnen gefallen ist und man nur für den THC-Wert verurteilt wird, spielt man da ein bisschen mit dem Feuer. Ich bin da den Weg gegangen, das Risiko gehe ich ein. Wie teuer ist HHC eigentlich? 1 Gramm 12 Euro, 3 Gramm 35. 5,55, 10 Gramm 100. Gibt es sonst irgendwas, was ich beachten sollte, deiner Meinung nach, beim HHC-Konsum? Warte auf den Wirkungseintritt. Viele berichten, dass der Wirkungseintritt ein bisschen verspätet kommt. Die rauchen die Hälfte, so in 5-6 Minuten, merken nichts und denken, knallt gar nicht, rauchen die andere Hälfte und dann knallt es viel zu hart. Ruhig, mach ein paar Pausen dazwischen, 5-10 Minuten, dass du siehst, okay, kommt die Wirkung, wie kommt die Wirkung? Einfach, dass du da dann ja nicht, ja, die volle Breitseite gibst. Wir haben ja jetzt schon viel über HHC gehört, aber was ist das eigentlich genau? HHC ist ein mit THC verwandtes Cannabinoid, also ein Stoff, der an den Cannabinoid-Rezeptoren in unserem Gehirn andockt und dort seine Wirkung entfaltet. HHC soll in geringen Mengen in den Blüten der Cannabispflanze vorkommen und sich daraus im Labor extrahieren lassen. Diese Extraktion ist aber ziemlich aufwendig und teuer, weshalb der größte Teil des HHCs synthetisch hergestellt wird. Wie verwandt THC und HHC sind, sieht man, wenn man sich mal die chemische Struktur der beiden Stoffe anschaut. Tetrahydrocannabinol, also THC, hat hier 7 Wasserstoffmoleküle. Hexahydrocannabinol, also HHC, hat an der Stelle 9 Wasserstoffmoleküle. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Stoffe eigentlich nicht. Ich werde jetzt HHC konsumieren, natürlich wie immer für die Wissenschaft. Wie ähnlich THC und HHC tatsächlich wirken, werde ich jetzt in meinem Selbstexperiment herausfinden. Das Selbstexperiment mache ich wie immer in einem geschützten Rahmen und habe Leute dabei, die auf mich aufpassen. Ich rate euch, Gezeigtes nicht nachzumachen. Beim letzten Mal war meine HHC-Erfahrung ja ehrlich gesagt nicht so mega positiv, weil ich da ja so ein bisschen Angstzustände hatte und so. Am besten ist es ja immer erstmal ein bisschen vorsichtig zu sein, sich erstmal langsam an eine Dosis heranzutasten, gerade wenn man irgendwie was zum ersten Mal ausprobiert. Deswegen, ja, bin ich jetzt erstmal vorsichtig und schau mal, was passiert.
Okay, ich habe das Gefühl, dass ich schon leicht was spüre. Also irgendwie, dass mein Herz vielleicht so ein bisschen schneller schlägt oder ich das stärker spüre und ich irgendwie vielleicht so ein bisschen so einen trockeneren Mund bekomme und so ein Gefühl im Gesicht. Also ich merke auf jeden Fall so ein bisschen Kribbeln irgendwie überall. Und ja, ich fühle mich auf jeden Fall so leicht stoned. Wie wirkt HHC? Also wird man davon auch high? HHC wirkt dem THC sehr ähnlich. Wobei es ein paar Stimmen aus der Community gibt, die sagen, dass HHC etwas schwächer wirkt. Das heißt, man wird davon high. Also insbesondere bei Menschen ohne Toleranz macht es etwas lustig, entspannt, müde, hungrig, vergesslich. Ich denke, ich muss das nicht weiter ausführen. Also ich merke jetzt auf jeden Fall auch so ein bisschen, dass so das Bild so ein bisschen so flackert, also dass so Bewegungen irgendwie nicht so ganz flüssig sind. Und ich habe das Gefühl, dass ich so stärker mich so fokussieren kann auf Sachen. Also dass ich jetzt hier so auch beim Tee dann so voll krass die Struktur im Wasser sehe mit den Tee-Molekülen irgendwie. Ich habe dann irgendwie angefangen, alte Handy-Videos von mir anzuschauen und fand das auf einmal super lustig. Das ist einfach zu gut. Also ich habe jetzt so insgesamt 5-mal, glaube ich, daran gezogen und ich muss sagen, ich merke das schon ganz gut. Also ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen bekifft so. Ich finde, das hält jetzt auch schon relativ lang an. Und ich habe jetzt auch gar nicht das Bedürfnis, irgendwie weiter zu rauchen, weil ja, ich high bin. Jede berauschende Substanz, egal ob legal oder illegal, geht immer mit einem gewissen Risiko einher. Wie sieht das bei HHC aus? Also grundsätzlich gibt es bei HHC die gleichen Gefahren wie bei THC. Risiko für akut Panikattacken, Entwicklung von einer Abhängigkeit, wenn man es regelmäßig konsumiert und wenn man es raucht, also irgendwelche rauchbaren Produkte, natürlich auch Lungenerkrankungen. Aber es kommen ja natürlich noch, ich sag mal, also die Dinge, die man vielleicht noch nicht weiß über irgendeine Wechsel- oder Nebenwirkung. Also diese vollsynthetischen Cannabinoide, die man aus dem neue psychoaktive Stoffe kennt, also Spice, Butterliquid, C-Liquid und so weiter, wie THC wirken die nur stärker. Das heißt, man kommt leichter in eine Abhängigkeit rein, man kommt leichter in eine Panikattacke rein, man kann leichter eine Psychose triggern und zum einen können Leute ins Koma fallen und zum anderen können halt wirklich massive Herzprobleme auftreten. Man denkt zwar, dass HC etwas weniger toxisch ist als beispielsweise andere synthetische Cannabinoide, aber dennoch gibt es halt ein paar Unsicherheitsfaktoren. Und da würde ich wahrscheinlich das Risiko irgendwo zwischen normalem Cannabis und deutlich gefährlicheren synthetischen Cannabinoiden sehen. Nach so 1,5 Stunden wurde der Rausch langsam ein bisschen schwächer und ich habe mich ziemlich entspannt gefühlt. Irgendwie finde ich, dass heute so voll die romantische Stimmung ist, weil draußen liegt Schnee. Irgendwie hat das so ein bisschen was wie in so einem Film oder so. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen settingbedingt. Also weil ich heute gut drauf war, wird auch das wieder ein bisschen verstärkt und dadurch, fühlt sich das gerade auch gut an. Glaube ich, hier wieder scheiße. Ich habe ja jetzt mit einer eher geringen Dosis angefangen und nur ein paar Mal an diesem Vape-Pen gezogen. Um eine richtige HHC-Erfahrung zu bekommen, wollte ich deswegen ein paar Tage später die Dosis noch mal ein bisschen steigern und auch HHC-Blüten probieren. Außerdem hatte ich dann auch ein paar Snacks vorbereitet. Also es riecht auf jeden Fall wie ganz normales Cannabis, so wie man es halt kennt. Ne? Dann werde ich jetzt mal ein kleines Selbstexperiment starten. Man muss schon sagen, dass es schon sehr ähnlich schmeckt. Also das ist schon krass. Jetzt fühlt sich das schon mal auch noch mal anders an als von diesem Vape-Pen. Weil irgendwie jetzt fühlt sich das schon ein bisschen klassischer an. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Gesicht irgendwie, dass meine Augen so ein bisschen mehr so zufallen oder so. Und irgendwie, ich fühle mich auf jeden Fall berauscht. So, kommen wir zum Werbepartner des heutigen Videos. Und das ist wieder einmal Rhinoshield. Und ich freue mich sehr, dass die mir erlaubt haben, dass ich diese ganze Moderation hier auch bekifft machen darf. Rhinoshield kennt ihr vielleicht mittlerweile, für die habe ich ja schon das ein oder andere Mal Werbung gemacht. Und zwar, weil ich ein großer Fan der Produkte bin. Rhinoshield machen ziemlich gute Handyhüllen. Die gibt es in den unterschiedlichsten Designs. Das ist meine von Rick and Morty. Aber es gibt auch, keine Ahnung, irgendwelche komischen Marvel-Comic-Sachen, die da drauf gedruckt sind. Oder irgendwelche NASA-Sachen, auch nicht schlecht. Also da kann man echt alles Mögliche auswählen oder sogar selber Bilder hochladen und sich ein eigenes Design erstellen. Wenn man sein Handy aber schön genug findet, gibt es bei Rhinoshield auch Clear Cases, da kann man dann durchgucken. Die gibt es auch unter anderem mit solchen coolen Bändern. Dann hat man sein Smartphone immer dabei, kann sich das so schön umhängen und dann kann man auch ohne Hose unterwegs sein. Bei Rhinoshield gibt es aber auch Handy-Zubehör zum Beispiel, also hier so USB-C-Kabel und so. Auch in einer ziemlich guten Qualität, also benutze ich auch selber.
ein USB-C zu USB-C-Kabel. Das Ganze gibt es auch MagSafe-kompatibel, also hier kann man so sein MagSafe-Zubehör dran machen und so. Zack, das am Start. Ja, eine bunte Bandbreite an coolen Produkten. Aktuell bekommt ihr bei WinoShield 15% Rabatt, wenn ihr den Code TOMATODIX15 benutzt. Das heißt, wenn ihr gerade irgendwas Neues braucht, zum Beispiel eine neue Handyhülle oder irgendwie Zubehör, dann checkt doch einfach mal die WinoShield-Webseite ab und genau, spart mit dem Code TOMATODIX15 15% auf das, was ihr da bezahlen würdet. Werbung Ende! Ah. Das war jetzt auch anstrengend hier. Ja. Ich habe dann noch ein bisschen weiter geraucht und gemerkt, wie die Wirkung langsam immer stärker wurde. Es ist verrückt, dass das legal ist. Also wenn irgendwie Cannabis verboten ist, dann müsste das hier eigentlich auch verboten sein. Oder es müsste halt beides erlaubt sein. Aber es ist halt exakt das Gleiche. Wie kann es denn eigentlich sein, dass HHC legal ist? Ich meine, HHC ist eine berauschende Substanz. Also wieso ist es nicht automatisch verboten? Es ist grundsätzlich immer alles erlaubt. Es sei denn, es ist verboten durch ein Gesetz. Es ist kein Betäubungsmittel und es ist auch keine neue Psychoaktivität. Substanz im Sinne des NPSG und damit ist der Umgang mit HHC nicht strafbar und insoweit legal. Glaubst du, das liegt jetzt dann daran, dass HHC noch so neu ist und es deswegen noch nicht abgedeckt ist von den Gesetzen? Auf jeden Fall. Also das hat man ja damals in der Zeit, als Digital Highs aufkam, gesehen. Da hat der Gesetzgeber schnell reagiert und das NPSG erlassen. Aber man kann dabei natürlich nur, ich sag mal, der Gesetzgeber gewisse Stoffgruppen antizipieren. Und wenn jetzt irgendwann später, 8 Jahre später, irgendeine Chemieküche eine kleine molekulare Stellschraube verändert, dann kann ja der Gesetzgeber nicht alles antizipieren. Aber könnte HHC verboten werden? Auf jeden Fall. Das geht relativ zügig. Da gibt es auch die Möglichkeiten, im Wege einer Eilverordnung dann HHC in die Anlagen zum NPSG zu packen. Und dann ist das binnen weniger Monate ein toter Business Case. Nachdem der Rausch eigentlich ganz gut angefangen hatte, wurde es irgendwie langsam ein bisschen schlechter. Also ich weiß gar nicht, ob ich das gerade angenehm oder unangenehm finde. Also ich habe auf jeden Fall so einen krassen Effekt irgendwie so im Körper. Wir haben dann erstmal eine Pause mit den Dreharbeiten gemacht und ich hatte ein bisschen Zeit für mich alleine. Und ich muss sagen, mir ging es wirklich nicht gut. Also mir war übel, ich war ein bisschen genervt und ich hatte wirklich keine gute Zeit. Also ich muss sagen, ich finde, der Trip ist heute irgendwie nicht so gut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen damit zu tun hat, wie ich so drauf war heute den ganzen Tag über und wie so mein Inneres ist. War, glaube ich, heute ein bisschen ein stressiger Tag. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, da hatten wir irgendwie so ein bisschen einen entspannten Tag hier im Büro und ich habe mich einfach so insgesamt besser gefühlt und dadurch war dann auch die Erfahrung einfach besser. Da merkt man wirklich, dass selbst wenn man sich gut vorbereitet und denkt, es wäre eigentlich alles gut, man einen Bad Trip bekommen kann. Wir sind dann noch etwas rausgegangen und die frische Luft tat schon echt gut, um wieder ein bisschen klar zu kommen. Aber ich muss sagen, dass ich mich den ganzen Abend über nicht wirklich wohlgefühlt habe. Der HHC-Rausch hat jedes Mal so um die 3 Stunden angehalten und am Tag danach habe ich mich schon ein bisschen verklatscht gefühlt. Also ich war auf jeden Fall nicht zu 100% fit. Was mich jetzt besonders interessiert hat, war, ob ein THC-Urintest positiv auf HHC anschlägt. Deswegen habe ich zur Kontrolle vor dem Experiment einen Test gemacht. Der ist, wie man sieht, negativ. Also wenn man 2 Balken sieht, dann ist der THC-Test negativ. Hätte mich auch gewundert, wenn er positiv ist, weil ich schon unfassbar lange nicht mehr gekifft habe. Und dann nach dem ersten Mal HHC. Ja Leute, was soll ich sagen? Der Test ist positiv. Also damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil ich überall gehört habe, dass HHC nicht bei THC-Tests anschlagen soll. Aber das stimmt nicht. Ich habe nicht gekifft. Der Test ist positiv. Das heißt, HHC irgendwie als Alternative, um dann trotzdem Auto fahren zu können oder so, ist schwierig. Würde ich eher nicht machen. Also schon nach ein paar Mal vapen war der Test positiv. Nach dem zweiten Mal natürlich auch. Glaubst du, HHC ist nur gehypt, weil Cannabis gerade in Deutschland noch nicht legal ist? Eindeutig ja. HHC spielt in legalisierten Ländern und Staaten meines Wissens nach keine Rolle. Also in dem Moment, wo es verboten wird, wird eine andere Substanz wahrscheinlich weiter vertrieben werden. Und in dem Moment, wo Cannabis legalisiert wird, wird HHC wahrscheinlich auch keine signifikante Rolle mehr spielen. Ich würde sagen, wenn richtiges THC legalisiert wäre, dann brauchst du ja kein HHC-Gras mehr. Also ist das eigentlich gerade so eine Zwischenlösung, bis es dann hoffentlich bald zur Legalisierung kommt? Genau. Es ist so ein Zwischen. So, ja, für die Leute wirklich sowas zum Überbrücken gefühlt. Und so berichten es uns auch ganz viele. Findest du, HHC sollte verboten werden? Also ich finde definitiv ja, weil das ist eine Substanz, über deren, ich sag mal, Gefährdungsausmaß wir überhaupt nicht im Klaren sind. Es erfährt gerade einen Trend bei Kindern, die ja gerade auch entweder aus Neugierde oder aber aus
Gründen dieser Cannabis-Stigmatisierung diese Substanz konsumieren, von der wir gar nicht wissen, wie die auf den menschlichen Organismus sich auswirken. Das ist doch gerade der Inbegriff, wieso Substanzen verboten werden sollen. Es schadet auch am Ende der Cannabis-Industrie, weil über solche halbsynthetischen Cannabinoide am Ende nur negative Presse auf das Cannabis-Pflänzchen gerückt wird. Und das ist jetzt, ich sag mal, eher sehr nachteilig, auch für den Jugendschutz und die Suchtprävention generell, dass Cannabis jetzt legalisiert wird. Und HC könnte da einen negativen Einfluss drauf haben. Das heißt also, wie ist so deine persönliche Meinung zum Thema HHC? Also, ich halte da nicht viel von außer Abstand. Fazit, was denke ich über HHC? HHC macht High und die Wirkung ist definitiv mit der Wirkung von THC vergleichbar. Allerdings kann aktuell noch niemand so richtig sagen, was für Langzeitnebenwirkungen der Konsum von HHC haben könnte und wie gefährlich es tatsächlich ist. Bei mir waren 2 von 3 Erfahrungen eher nicht so gut, also keine Ahnung, ob das am HHC lag oder an was anderem, aber bei THC hatte ich solche Bad Trips zum Beispiel noch nie. Ich finde auch, HHC ist mal wieder ein gutes Beispiel, warum eine Legalisierung von Cannabis sinnvoll ist, weil bevor jemand irgendeine unerforschte Ersatzdroge konsumiert, dann doch lieber eine gut erforschte Substanz, bei der man die Risiken einschätzen kann, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr über HHC denkt und ob ihr vielleicht sogar schon Erfahrungen damit gesammelt habt. Hier kommt ihr zu einem weiteren Video von mir und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.